Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Alter, seit wann war Marlon da? Zu meinem Sims 2 Let's Play hier noch auf dem Unigelände. Oh, ich glaube, Lisa, du solltest dich mal anziehen. Ja, Lisa war ja schon in der letzten, vorletzten Folge, glaube ich, fertig geworden. Oder vorvorletzten, ich weiß es nicht mehr genau. Auf alle Fälle ist Lisa eh schon ein Weilchen fertig. Sie muss auch in 20 Stunden, also nicht mehr ganz einem Tag, die Uni, das Unigelände verlassen. Sie hat sich jetzt gedacht, okay, ich habe jetzt eigentlich noch ein bisschen Zeit und ich werde einfach hier Blumensträuße binden lernen. Damit höre ich jetzt aber auf, weil du sollst Mechanik lernen. Weil du bist gerade so gut unterwegs, dass du hier alles auf einen Haufen hast und ja, das möchte ich gerne fertig, also so weiter handhaben. Oh, 9 Stück haben wir da. Aha, da haben wir 3. 70, ja, gut. Wird nicht ganz so viel, aber ist ja wurscht. So, die beiden schlafen noch. Also ich habe eigentlich momentan keine große Ahnung, was ich hier großartig machen soll. Außer, dass... Oh, Julia ist bald wach. Okay, das heißt, du kannst hier schon mal duschen gehen. Und dann wirst du auch nochmal viele fertigen. Vasen, Krüge. Du fertigst dann auch nochmal Krüge. Genau, du bist fertig mit Schlafen. Und du brauchst noch ein bisschen... Genau, du lernst. Du lernst, hast Hunger. Hast du auch Hunger? Nee, du hast noch keinen Hunger, oder? Ja gut, dann lassen wir das noch. Oh, du bist auch wach. Ja, Junge, wieso bist du denn auch wach? Du könntest hier dann alles ein bisschen säubern, würde ich sagen. Genau. Und dann könntest du hier das steuern. Dann hast du auch ein bisschen deinen Spaß befördert und deine Bastelarbeiten vor allem. Das ist ja auch schon mal viel wert. Und du hast dann eine 13-Stunden-Abschlussprüfung. Und in 10 Stunden fängt... Okay, du hast dann vorher deine Abschlussprüfung, bevor du deine Dinge hast. Okay. Oh, du hast dein Töpferding-Wunsch erfüllt. Okay. Sim um Date bitten. Jenny mit Jenny Freundschaft fürs Leben schließen. Okay. Sim küssen. Das könntest du natürlich auch machen. Mhm. Sim um Date bitten. Okay, wisst ihr was? Ihr beide habt jetzt einfach ein Date. Wie wär's denn damit? Fragen nach Date. Junge, lass das. Was möchtest du eigentlich nochmal? Genau, Bildungsminister möchtest du werden. Was ist da jetzt? Du sollst sie doch noch am Date fragen. Oh. Oh. Toll, jetzt ist das Küssen weg. Natürlich. Natürlich. Okay, hier mit Philipp sprechen über... Nein, nicht spielen. Sprechen, reden. Hobby. Kochkunst. Keine Ahnung, was du jetzt eigentlich alles mit ihr willst. Du möchtest mit ihr sprechen, Kissenschlacht und spielen. Das heißt, spielen, Kissenschlacht. Du möchtest Stehbus mit Philipp spielen, mit Philipp tanzen. Okay. Dann machen wir das mal kurz. Dann... Steht los. Wann ist es erfüllt? Mit Philipp tanzen. Achso, nee, warte mal. Ah, okay, jetzt ist es erfüllt. Sehr schön. Man muss ja eigentlich nur schauen, dass die ganzen Sachen hier einfach nur erfüllt werden. Angeflirtet werden. Flirten, kneifen. Okay. Wertschätzen. Rücken kraulen. Okay, dann hat nur noch sie hier die Dinge oder was? Philipp unterhalten, tanzen. Hier. Klassisch tanzen. Oh, jetzt möchte er sie küssen. Alter, also so manchmal... So romantisch.
und rumschmusen. Aha, deine Dings werden dann gleich wieder überspielt. Aber ich möchte doch mit dir Stierblues tanzen oder so. Hallo? Tanzen? Stierblues. Ah, jetzt möchte er ein Techtelmechtel mit ihr haben. Das Date läuft großartig derweil. Ah, sie möchte auch ein Techtelmechtel haben mit ihm. So, dann tut's euch mal entspannen hier, ihr zwei. Das lassen wir dann gleich einfach mal. Ich meine, bisher läuft's ja ganz gut. Du hast noch jede Menge Zeit. Was machst du eigentlich? Genau, du lernst noch Mechanik. Aber wenn du den Punkt hast, machst du den fertig, genau. Und dann wirst du hier was essen. Wieso bist du eigentlich voll glücklich und sie nicht? Weil ich mehr Wünsche von dir erfüllt habe als von ihr. Hm, verdammt. Ich habe es nicht ausgeglichen geschafft bisher. Wir werden dann einfach ein paar Wünsche von ihr erfüllen. Ich meine, das ist jetzt auch gut für sie. Okay. Ah, okay. Sie ist jetzt auch voll happy. Küssen und rumschmusen. Küssen und rumschmusen. Das wünscht sie sich jetzt auch. Ja, dann. Ja, dann. Dann kannst du nur noch für beide großartig werden, oder? Küssen. Romantisch. Küssen. Rumschmusen. Schau, das erfüllt nämlich bei beiden den gleichen Wunsch. Sehr schön. Also du bist vollständig zufrieden. Du bist vollständig zufrieden. Wieso willst du jetzt nochmal ein Techtelmechtel mit ihm? Habe ich was versäumt? Ja, ich glaube, ich habe was verpasst. So, was möchtest du denn? Du möchtest jetzt auch nochmal ein Techtelmechtel mit Julia haben. Alter! Okay, entspannen, entspannen. Dann macht ihr das jetzt halt nochmal. Lisa rennt nichtsahnend hier hinten rum. Dann wirst du jetzt halt nochmal hier sagen, okay, Julia, wie wär's? Warte mal, rumschmusen und dann ein sicheres Techtelmechtel. So, und du gehst jetzt was essen. Was hältst du davon? Viel, ja? Weil du hast ziemlich Hunger, bist du deppert. So, der Blumenstrauß ist fertig geworden. Den können wir dann verkaufen. Du hast dann aber auch Hunger. Und du hast noch nicht viel Hunger. Hm, okay. Naja, das Date ist jetzt dann eh bald beendet. Was machst du denn, wenn du fertig gegessen hast? Dann, okay, warte mal, besprühen. Da kann man nur viel besprühen. Was ist denn das eigentlich, dass die hier... Okay, die haben wieder ihren Spaß. So, traumhaftes Date haben. Ja, Leute, das hattet ihr jetzt bereits. Ist klar. Leute, aufstehen. Aufwachen. Hallo? So. Er hat nach dem Date gefragt. Er wird es auch beenden. Du warst gut. Ja, sehr schön. So, traumhaftes Date. Sehr schön. Sehr schön. So, Hunger hast du gar nicht mehr so viel. Bett machen. Bett machen. Sehr schön. Ah, jetzt möchtest du noch immer ein Date haben. Wieso? Okay, warte mal. Mach erstmal deinen Krug fertig. Die Kakerlaken kannst du erstmal lassen. Das macht Lisa. Also, schöne Dates braucht man immer wieder in meinem Leben.
egal wie sie, also wo sie enden, ob sie nur auf der Couch enden oder ob sie wirklich im Bett enden oder ob sie, keine Ahnung, wo enden. Hauptsache ist, dass sie schön sind und das ist wirklich viel wert. Und das sind wieder Erinnerungen, an die man sich gerne zurückerinnert. Und ja. Hier, traumhaftes Date mit Julia gehabt. Traumhaftes Date mit Julia gehabt. So, immer wieder mal ein traumhaftes Date. Oh. Okay, Kakerlaken. Hallo, wieso besprühst du die denn nicht? Hör auf, die zu zertrampeln, zu besprühen, besprühen. Einfach nur Chemie. Viel hilft viel, gell? Du hilfst auch gleich. Wieso rennst du eigentlich immer nur in Unterwäsche rum? Sauberkeit. Du kannst dann hier das nächste Mal sauber machen. Ja. Ja, alles klar. Okay, du stellst es dann erstmal ab. Dann machst du hier ein paar Sachen sauber. Rumbasteln. Nee. Sauberkeit. Ich habe halt keine Ahnung, was du für deinen Job eigentlich brauchst. Ah, du räumst es auch gleich weg. Das ist nett. Das ist nett. So, das ist dein Blumenstrauß. Den holen wir da rein. Genau, das räumst du auch noch weg. Sehr schön. Sehr schön. So, tollen Roman verkaufen. Du setzt dich dann mal an deinen Roman weiter. Nee, warte mal, du gehst vorher was essen. Essen und dann schreibst du deinen Roman. Lisa, was machst du? Du bist jetzt erstmal am Klo. Sehr schön. Gut, dann kannst du hier dich nochmal hinsetzen und Tulpensträuße machen. Und du lernst Logik. Ich könnte aber eigentlich auch schon, dass du den goldenen Töpferorden. Ach nee. Wir üben einfach ein bisschen Schach. Den Töpferorden kann man immer noch bekommen, aber das ist erstmal wichtiger. Wobei. Joggen wäre für dich auch nicht schlecht, ja? Damit du wieder ein bisschen fitter wirst. Was soll man da machen? Ja? 9 Stunden musst du weggehen und du hast noch 52 Stunden. Ja, lieber Philipp, du bist der Einzige, der richtig nachhängt. Was sage ich da dazu? So, du rennst immer noch hier rum in Unterwäsche. Kannst du eigentlich von selbst joggen gehen? Flitten, Flitzen, Springseil. Nee, warte, mein Team war da. Kannst du joggen gehen? Springseil. Meditieren, Yoga machen kannst du, okay. Dann wirst du das nur machen können. Ja, joggen gehen. So. Oje, warum weinst du denn? Warum weinst du? Hallo. Julia. Michel. Okay, wir gehen einfach hier mit allen. Ah, nee, warte mal. Philipp gehen wir nicht. Wir gehen einfach mit allen hier joggen. Ich habe schon länger nichts mehr von dir gehört, also okay bei dir, Philipp. Ich bin zwar ziemlich im Stress, aber ich würde gerne noch mal ein Schwätzchen mit dir halten. Wir wollen uns doch nicht fremd werden, oder? Ich habe keine Zeit, ich muss hier schreiben. Aber ja, wir könnten uns wieder mal unterhalten. So, Julia und Lisa werden jetzt hier ein bisschen joggen gehen, damit sie beide was für ihre Fitness ein bisschen tun. Okay, der ist schon wieder zurück. Aha, wir sind auch schon wieder zurück. Alter, bist du deppert? So, essen. Duschen. Schlafen. Du bist hundemüde. So, was ist mit dir? Du gehst auch essen. Du kannst aber nicht essen. Okay, warte, dann gehst du jetzt gleich duschen. Und aufs Klo. Und bis du da fertig bist, hat der schon dreimal fertig gekocht. Sehr schön.
Man kann so nachher auch essen gehen. Essen. Und dann wirst du auch nochmal schlafen gehen. Das ist halt irgendwie so ein bisschen Nachteil, dass man davon so extrem müde wird. Ja, und dann beim Essen einschläft. So, wenn ich jetzt noch wüsste, was ich da schreiben wollte. Ich habe keine Ahnung mehr. So, zum Unterricht. Wieso? Eine Stunde bis zur Abschlussprüfung. Passt. Oh, das dachte ich schon. Jetzt dachte ich schon, dass ich das alles verpasst habe. Hier, warte. Du gehst jetzt noch aufs Klo und dann wirst du abheben. Also ich freue mich schon richtig, wenn Florian wiederbelebt wird. So, jetzt kannst du hier zum Telefon gehen. Hey Julia, kann ich Lisa sprechen? Du, nee, die fällt gleich um. Weiß ich nicht. Ah, nee. Beim Essen ist jetzt noch nicht eingeschlafen. Sehr schön. Kann ich eigentlich hier die Leute sagen, überreden zu Karaoke singen? Bla bla bla. Küssen, umarmen, reden. Den Abschluss machen, überreden. Weißt du, wieso ruft jetzt nochmal jemand an? So. Weißt du, ich bin eigentlich auch müde. Ich würde auch dann schlafen gehen. Hey Julia, kann ich Philipp... Nein! Wieso will denn keiner mit mir reden? So, bist du jetzt bald mal fertig? Nee. Ich meine, du musst eh noch duschen gehen, gell? Aber trotzdem. So, wie viel hatte das jetzt eigentlich geholfen, das Joggen gehen? Oh, doch, ein bisschen. Ja, ein bisschen hat schon geholfen. Boah. Okay, Hans, was ist jetzt los? Was ist jetzt? Schlafen. Zacki, zacki. Das ist schlecht. Wenn jetzt ein Geist rumeiert, ich denk mir gerade, scheiße, was ist denn jetzt passiert? Och nö. Ist das jetzt dein Ernst? So, Philipps Noten. Sehr gut. Sehr schön. Okay, Philipp, was brauchst du denn jetzt? Du brauchst gar nichts, okay. Wenn ich jetzt nur wüsste, also noch wüsste, was da alles zu machen war, gell? Und wenn ich noch wüsste, welches Buch ich hier angefangen habe zu schreiben. So, Mädel, aufwachen. Achso, das muss ich... So. Wach auf. Und dann gehst du hier schlafen. Nein, es wird Zeit, dass... Oh, verdammt. Okay. Oh. Okay, Lisa verlässt uns jetzt. Ein Taxi ist eingetroffen, es wird Lisa in die heimatliche Nachbarschaft zurückbringen. Mann, ich dachte, ich kann wenigstens noch mal schlafen. Lisa. Und wir haben einen voll aggressiven Geist hier. Ja. Alter, ich bin eh schon da. Was willst du denn? Ja gut, jetzt ist Lisa weg. Lisa ist in die ursprüngliche Nachbarschaft zurückgekehrt. Passt. Gut. Sehr schön. Ja, was machen wir denn dann? Okay, du bist bald ausgeschlafen. Du schreibst immer noch. Tschüss. Wieso bist du jetzt eigentlich schon wieder wach? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Okay. So, was machen wir denn noch hier? Die Frage ist halt, wenn wir einen fertigen Vase Krug. Wer bist du denn? Margareta Kirschfink.
Toll, und du nimmst jetzt das neue Zimmer, oder was? Oh, das hätte ich. Ah, verdammt. Ah, okay. Na gut, macht nichts, macht nichts, macht nichts. So, es ist mitten in der Nacht. Ich kann den Typen nicht anrufen. Leider. Ich kann ihn leider nicht anrufen, so ein Mist. Na gut, hier, was ist denn los mit dir? Du schreibst, du schreibst, du schreibst, du schreibst, du schreibst. Wann musst du überhaupt? Um 20 Uhr, so spät. Na gut, das macht dann aber auch nichts, wenn du so später noch wach bist, ne? Das Problem ist nur, ach so, okay. Aha, es ist schon so spät, dass es wieder früh ist, dass er schon wieder da ist. Sehr schön. So, wir haben hier einmal gepinkelt. Mach das mal sauber. Dann kannst du das hier essen. Dann wirst du das benutzen und duschen. Dann, also eigentlich dachte ich, du machst das hier fertig. Ah, ich glaube, du bist vom Geist erschrocken worden. Ja, du bist vom Geist erschrocken worden. Warum hast du die Sachen auch abgebrochen? Alter, was ist denn das für eine Scheiße? Jetzt muss ich aufpassen, dass mir hier Julia nicht noch wegstirbt. Sonst hat mein ganzer Plan irgendwie, ist dann nicht aufgegangen. So, warte mal, du isst jetzt erstmal. Alter! Du isst jetzt schnell was? Ich bring den Geist nochmal um, wenn es sein muss. So. Na gut, ich werde jetzt hier erstmal wieder einen Cut machen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich erstmal, ciao, ciao.